Herzlich willkommen zur Kommentare Kommentiershow. Eure Kommentare zu unserer Deichkind-Parodie waren leider geil und werden nun von uns zum Glück scheiße kommentiert. Hier noch ein klitzekleiner Ausschnitt. Wow. Bei Two Girls One Cup essen zwei Mädels, ich lauf der Weise. Zum Glück scheiße. Zum Glück scheiße sind Popo-Babys. Nee. Popo? Promi-Babys. Gott, das sind auch nur Babys und nicht mehr. Ja, ja, die kriegen auch immer so tolle Namen wie Jimmy Green oder Blue Ochsen Jimmy Knecht. Cosma Shiva. Ich würde meins Frodo. Oder, Frodo. Oder Kuchen. Ich habe letztes Mal gehört, irgendwie, man darf sein Kind Kuchen nennen. Fleischwunden sind zum Glück scheiße. Stimmt. Ihr habt mehrere Szenen zusammengeschnitten. Nein. Ja, ist das nicht der Sinn von dem Video, so dass man normalerweise was zusammenschneidet? Mehr ja Sinn gut, auch. Teilweise hier dieser Sur-Tablet, der schaut halt wahrscheinlich normalerweise immer Herr Tutorial oder Julians Blog, da gibt's ja sowas. Wow, das runter oder was? So mit Schnitten und so. Nö, ich sag ja nicht, dass ich das nicht gut finde. Ich sag nur, da gibt's keine Szenen. Nicht so viele. Nicht so viele. Pferde haben einen großen Penis. Versteht da nicht. Pferde haben einen größeren Penis als wir Menschen. Genauso wie Affen lieber Bananen essen. Wie obszön. Steht da nicht, Pferde haben mehr Beine als sie, Mr. Monkey Club. Ach so. Deine Mutter finde ich zum Glück scheiße. Ja, deine Mutter finde ich leider geil. Mir ist langweilig. Dann geh raus und mach was aus deinem Leben. Es ist viel zu schön, um es zu verschwenden. Schau Serien. Ich liebe dieses Lied, dieses Video. Es ist Hammer. So und nicht anders werden verdammte Musikparodien gemacht. Einfach nur geil. Weiter so, Bitches. Chan out. Was ist dieses Chan out? Ist das im neuen Leuten? Nee, der heißt doch so, der Chan. Chan out. Apple or Pictures. Ach so. Hey, YouTube-Kollegen, hi. Wir haben keinen Witz. Apple War Pictures mal rein zufällig im Meckes an der Autobahn getroffen. Das war cool. Hier ein Ausschnitt. Ausschnitt. Apple War Pictures! Hallo! Was meinem Ex-Freund heute ins Gesicht geflogen ist, war zum Glück scheiße. Boah. Ich hab was für dich! Du meinst, ob sie ihre eigenen Exkremente dafür benutzt? Richtig. Glaube ich. Ja, so schreibt mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, sieht sie so aus wie so ein Scheißewerfer? Nein. Habe ich zu viel über Titty geguckt oder wieso piept der Vogel neben meinem Fenster die Intro-Musik? Scary. Ja, ich kenne das nur mit meinem iPhone, dass ich immer irgendwie höre, dass ein Vogel meinen Klingelton piept. Kennt ihr weil das nicht? Vogel hast? Wenn ihr irgendwie auf einmal euren Klingelton hört, obwohl er gar nicht da ist und ihr denkt, das Handy hat geklingelt, so. Dann sucht ihr überall. Ja, das kenne ich. Kennst du das auch aus? Oder ruft dich keiner an? Los, ruft keiner an! Lass mich an. Hey TC, ich mag deine trolligen, besandten Beine. Nicht wundern, ist positiv. Hey, das freut mich und das hier mache ich jetzt nur für dich. Ich wollte letztens ein Ei essen und es war ein Küken drinnen. Ungelogen. Ich wollte letztens ein Ei essen und deine Mutter war drin. Ungelogen! Es gibt türkische Bauern? Hey, bloß weil ich Türke bin oder was? Ich bin der Biobauer Franz mit da oben mit meinem Fess. Wieso soll es bitte keine türkischen Bauern geben? Natürlich, rassistisch ist das. Natürlich, es gibt auch brasilianische Bergbauern, nee, die gibt's. Dönerbauern. Natürlich. So oft wie man den Kölner Dom sehen kann, kommt er aus Köln? Nein, das ist der ägyptische Dom. Wir kommen aus Dubai. So, der Herr Schweiger hat geschrieben. Eigentlich ja nicht. Ich nenne sowas Verdummung. Sowas Bescheuertes wird endlich mal erwachsen. Kiddies Power. Naja, ich finde, da hat er wirklich recht und wir sollten das Niveau ab jetzt heben. Komm. Machen Frauen eigentlich auch mal Gaga? Nein, nur Blumen und Parfüm. Und Rosen sind ja Blumen, stimmt. Was sagen eigentlich die Eltern von TC dazu, dass er fast immer eine Frau spielt? Also, eigentlich haben sich meine Eltern immer ein Mädchen gewünscht. Und ja, sie nennen mich jetzt auch Tina, weil ich habe das jetzt so eingeführt und das ist jetzt auch gut so. Hallo Mama. Die Kommentare-Kommentiershow neigt sich dem Ende zu, doch wir haben noch einen Gewinner zu verkündigen, nämlich Floppy irgendwas. Du bekommst diesen Scheißhut direkt nach Hause in einem wunderschönen Paket. Viel Spaß damit.
Das war's auch schon wieder. Wir sehen uns nächsten Freitag am Freititag mit einer Wahnsinnswerbung oder nächsten Mittwoch bei der Kommentare-Kommentiershow, wo wir eure Kommentare kommentieren. Kommt wieder!